Mein Thema hier ist Spiritualität und die konzeptionellen Grundlagen, wie Spiritualität und Psychotherapie zusammengehen kann. Und dazu möchte ich Ihnen gern ein verbindendes Brückenzitat, wenn Sie so wollen, mitgeben. Es ist eines meiner Lieblingszitate, stammt von einem alten Theologen, Johannes Duns Scotus, das war ein Franziskaner, der ist in Köln begraben. Falls Sie da mal hinkommen, können Sie ihn besuchen. Der hat ungefähr um 1306 herum in Oxford viel geschrieben, dazu einen Kommentar zu den Texten, das spielt jetzt keine Rolle, wo Aristoteles zitiert war. Und das Zitat sind drei lateinische Worte, die können Sie sich merken. Expertus infallibiliter novit. Expertus infallibiliter novit heißt, der eine Erfahrung gemacht hat, hat täuschungsfreie Kenntnis. Das ist sowohl philosophisch hochinteressant, da tue ich jetzt nicht dran herumbasteln, aber es ist auch ein guter Brückenschlag zur Psychotherapie. Denn was wir in der Psychotherapie tun oder wollen, ist, dass Menschen Erfahrungen machen, korrigierende Erfahrungen, Erfahrungen, in denen sie sich neu erleben, vielleicht ihre dysfunktionalen Muster verstehen lernen und eine Korrektionserfahrung machen, mit der sie ihr Leben wieder neu ausrichten können. Insofern ist die Erfahrung das verbindende Glied zwischen Psychotherapie und Spiritualität. Denn Spiritualität basiert mindestens in der Konzeption, die ich Ihnen gerne mitgeben würde, ebenfalls auf Erfahrung. Und zwar als Erfahrung der tiefen Verbundenheit zwischen Menschen. Und damit würde ich jetzt vielleicht gerne in eine Definitionsdiskussion oder in den Versuch einer Definition einsteigen. Sie wissen vielleicht, Aristoteles hat gesagt, Definitionen kommen am Ende eines Erkenntnisprozesses als die Summe dieser Erkenntnis. Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Deswegen ist mein Definitionsvorschlag eher so etwas wie ein Verständigungsvorschlag oder eine Sprachregelung, damit Sie wissen, wie ich den Begriff verwende. Und ich würde Ihnen vorschlagen, Spiritualität zu verstehen, zunächst mal als eine Haltung. Der alte scholastische Begriff dafür ist Habitus, Haltung. Etwas, das wir uns aneignen. Also wenn ich zum Beispiel freundlich bin, obwohl mich jemand blöd anredet, dann ist es eine Haltung. Und wenn ich einen spirituellen Vollzug in mein Leben einbaue, dann ist es eine Haltung. Den baue ich auch dann in mein Leben ein, wenn mir gerade nicht danach ist. Oder wenn ich vielleicht gar nicht verstehe, warum ich das mache. Oder vielleicht auch, wenn ich überhaupt keine Lust dazu habe. Also eine Haltung, die ich mir angewöhne, zwar eine Haltung, dass mein Leben über die unmittelbaren Zwecke meines Ichs hinaus auf eine wie auch immer zu verstehende transzendente Wirklichkeit ausgerichtet ist. Das muss ich jetzt vielleicht erklären. Transzendente Wirklichkeit ist ein sehr spezieller, etwas philosophischer Begriff für die Tatsache, dass ich mein unmittelbares Umfeld und die gegenwärtige Situation, in der ich bin, nicht alles ist, was in dieser Welt vorhanden ist, sondern dass es vielleicht noch Dinge gibt, die ich nicht sehe, nicht verstehe und eine Wirklichkeit, die alles umfasst. Früher wurde diese Wirklichkeit als Gott bezeichnet. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff, den ich sehr ungern verwende und auch hier nicht mehr verwenden werde. Ich will Ihnen das nur signalisieren, dass das im Grunde dieser Horizont ist. Es gibt eine sehr, sehr interessante Definition dieses Begriffes, die stammt von Meister Eckhart. Meister Eckhart hat viel geschrieben, viele deutsche Predigten, aber die wenigsten wissen, dass er eigentlich ein sehr tiefer scholastischer Gelehrter war, in der Nachfolge des Thomas von Aquin. Und als solcher hat er versucht, einen großen Kommentar zu schreiben über alle Evangelien. Und in diesem Einführungswort zu diesem Kommentar greift er einen Begriff aus, den Thomas schon eingeführt hat, und dort definiert er Gott mit dem Wort Deus est esse. Gott ist das Sein. Sie können es umdrehen, das Sein ist Gott. Und in diesem Sinne meine ich Transzendenz, alles.
Alles, was ist. Das ist nämlich das Sein. Und wenn Sie das jetzt nun zurückgreifen auf das, was ich vorher gesagt habe, dann wäre Spiritualität das Bezogensein auf dieses Alle. Alles. Das, was früher Gott hieß. Das, was wir als Transzendenz bezeichnen können. Das, was über unser unmittelbares, individuelles Bedürfnis im Moment hinausreicht. Was nicht heißt, dass unser unmittelbares Bedürfnis im Moment nicht auch dazu gehört. Aber es ist halt auch mehr als das. Das wäre jetzt also mein Verständigungsversuch, Ihnen vorzuschlagen, das ist Spiritualität. Haltung, die dieses Bezogensein über mich hinaus realisiert. Nun muss ich einen zweiten Begriff einführen, den hatte ich schon in meinem Eingangszitat, den der Erfahrung. Erfahrung, so würde ich es charakterisieren, ist eine ganzheitliche Erkenntnis, die sowohl Affekt, also Emotionen, als auch Kognitionen, das Denken, das Verstehen, aber auch das Verhalten umfasst. Das wäre ganzheitliche Erkenntnis. Wenn Sie zum Beispiel mal in einem Auto knapp vor Rot über die Ampel gefahren sind und gemerkt haben, dass rechts ein Motorradfahrer, Motorradfahrer sind Leute, die gehen schnell mal aufs Gas, daherkommt und sie werden fast zusammengestoßen. Und wenn Sie so eine ähnliche Erfahrung mal gemacht haben, dann wissen Sie, da geht die Pumpe, ja, da kriegt man riesig Angst. Man ist froh, dass man gerade noch das Gaspedal gedrückt hat und das nächste Mal fahren Sie vielleicht nicht mehr bei Gelb drüber. Das meine ich mit einer Erfahrungserkenntnis. Eine Erkenntnis, die sowohl kognitiv als auch affektiv als auch motivational ist. Also eine, in der Sie dann auch Ihr Verhalten entsprechend verändern. Nun bringen wir die beiden Begriffe oder Definitionsbereiche zusammen. Denn ein zentraler Begriff auch für die Brücke zwischen Spiritualität und Psychotherapie ist meines Erachtens die spirituelle Erfahrung. Nämlich die Erfahrung dieses transzendenten Bereiches als innere Erkenntnis, die sowohl affektiv ist, als auch emotional, als auch kognitiv und etwas im Verhalten verändern lässt. Das klingt jetzt etwas abstrakt. Ich mache das in ein paar Momenten konkret, indem ich Ihnen ein paar Beispiele vorlese. Aber lassen Sie mich, bevor ich das tue, noch Folgendes sagen. Ich gehe jetzt mal vielleicht etwas naiv. Manche Religionswissenschaftler würden mir hier komplette Naivität vorwerfen. Das weiß ich auch, aber ich mache es trotzdem. Ich gehe jetzt etwas naiv davon aus, dass diese spirituellen Erfahrungen in unterschiedlichen Zeiten zu unterschiedlichen historischen Bedingungen und in unterschiedlichen kulturellen Räumen die Basis, die Ausgangsbasis, das Feuer, das Futter für das sind, was später Religionen wurden, wäre jetzt meine Behauptung. Es gibt sicher auch andere Wege, wie Religionen entstehen, aber das ist meines Erachtens ein klassischer, der zumindest für die abrahamitischen Religionen vermutlich nachweisbar wäre. Wir haben dann in der Theologie und auch im Reden über Religionen oft die Chiffre, das sei eine Offenbarungsreligion. Gott hätte sich offenbart, dem Moses auf dem Berg, den Menschen durch Jesus und so weiter. Wenn wir mal überlegen, was das konkret bedeutet, dann bedeutet das, Menschen haben Erfahrungen gemacht, weil diese Offenbarung geht immer nur über Bewusstseinserfahrung. Ja? Wenn Sie zum Beispiel Markus Evangelium nachlesen, dann heißt es dort bei der Taufe Jesu, er sah den Himmel offen und er hörte eine Stimme. Wenn Sie dann die späteren Evangelien Lukas oder Matthäus nehmen, da ist es dann schon Sie, da sind die anderen mit dabei. Aber in dem allerersten Evangelium ist es nur Jesus selber, der diese Stimme hört. Das ist das Moment der Erfahrung. Das Gleiche könnten Sie für die Moses-Erfahrung nehmen. Und in diesem Sinne würde ich behaupten, Religionen als Gehäuse, als Form sind aus der Erfahrung heraus entstanden, weil Erfahrung immer gefasst werden muss. Erfahrung ist irgendwie wie so ein Quell, der aus der Erde kommt.
Und wer schon mal Quellen gesehen hat, der weiß, die muss man irgendwie fassen. Da muss man was machen. Man gräbt auf und baut Steine drumherum oder heutzutage werden große Betonbottiche drum gesetzt, damit sich das Wasser sammeln kann und damit man es wieder verwenden kann. Und in diesem Sinne ist Religion Formgebung. Formgebung für Erfahrung und hat aus meiner Sicht auch die Funktion, diese Erfahrung sowohl zu erneuern, als auch wieder möglich zu machen. Das ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel die jüdischen Riten ansieht. Da wird im Pessachfest der Jüngste der Familie, der das kann, gebeten zu sagen, warum sitzen wir hier und feiern hier. Und da muss er die Geschichte erzählen. Und dieses Erzählen der Geschichte ist dann wiederum die Möglichkeit, diese Erfahrung lebendig werden zu lassen. Und in diesem Sinne sind Riten Formen, die Erfahrungen verdeutlichen, Narrative, die diese Erfahrungen festhalten und ermöglichen. Das wäre also aus meiner Sicht ganz kurz gesagt der Zusammenhang zwischen Erfahrung, spiritueller Erfahrung und Religion. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, gibt es langfristig keine gute Religion, die nicht immer wieder von Erfahrungskernen her genährt wird. Und es gibt keine spirituelle Erfahrung, behaupte ich jetzt mal, die nicht kurz-, mittel- oder langfristig irgendeine Form sucht, in der sie sich ausdrücken kann. Und wenn sie das nicht tut, dann versickert sie einfach, meistens wie Wasser. Damit Sie nun etwas besser verstehen, was ich mit spiritueller Erfahrung meine, habe ich Ihnen hier ein paar Beispiele mitgebracht. Die habe ich da in meinem Buch drin. Da lese ich Ihnen das jetzt einfach vor. Ich habe mehrere Beispiele drinnen, aber ich gebe Ihnen zwei. Das eine ist die ganz klassische Erfahrung des Ignatius von Loyola. Der ist der Begründer des Jesuitenordens im 15. und 16. Jahrhundert geworden. Diese Motivation hat er aus dieser Erfahrung, die hier beschrieben ist. Die hat er selber beschrieben in seiner Autobiografie, könnte man sagen. Die nennt sich Der Bericht des Pilgers. Da wurde er von seinen Mitbrüdern am Ende des Lebens gebeten, soll doch mal zusammenschreiben, wie sein Leben so verlief. Und dann hat er das seinem Sekretär diktiert, immer in der dritten Person Singular. Also wenn er sagt er, dann meint er sich. Und da schreibt er, beschreibt er diese Erfahrung, die er da hatte als junger Mann. Einmal führte ihn seine Andacht zu einer Kirche, die etwas mehr als eine Meile von Manresa entfernt war. Das ist da in Katalonien. Und wie ich glaube, den Namen des heiligen Paulus trug. Der Weg dorthin führt den Fluss entlang. In Andacht versunken ging er so dahin und setzte sich eine kleine Weile nieder mit dem Blick auf den Fluss, der tief unten dahin floss. Wie er nun so dasaß, begannen die Augen seines Verstandes sich ihm zu eröffnen. Nicht, als ob er irgendeine Erscheinung gesehen hätte, sondern es wurde ihm das Verständnis und die Erkenntnis vieler Dinge über das geistliche Leben, sowohl wie auch über die Wahrheiten des Glaubens geschenkt. Dies war von einer so großen Erleuchtung begleitet, dass ihm alles in neuem Licht erschien. Und das, was er damals erkannte, lässt sich nicht in Einzelheiten darstellen, obwohl es deren sehr viele waren. Nur, dass er eine so große Klarheit in seinem Verstand empfing. Wenn er im ganzen Verlauf seines Lebens nach mehr als 62 Jahren alles zusammennimmt, was er von Gott an Hilfen erhalten und was er jemals gewusst hat, und wenn er all dies in eines fasst, so hält er dies alles doch nicht für so viel, wie er bei jenem einmaligen Erlebnis empfangen hat. Dieses Ereignis war so nachdrücklich, dass sein Geist wie ganz erleuchtet blieb und es war ihm, als sei er ein anderer Mensch geworden und habe einen anderen Verstand erhalten, als er früher besaß. Das ist eine sehr interessante Beschreibung einer solchen Erfahrung, weil sie erstens ganz klassisch ist. Sie enthält einige Elemente, die immer wieder vorkommen. Das Licht, die Erleuchtung. Das Erkennen von vielen Dingen in einem einzigen Augenblick, das ist sehr, sehr interessant, weil es eine Form von, ich würde mal sagen, kognitiver Einsicht ist, die wir sonst normalerweise nicht so einfach haben. Normalerweise bewegen wir uns linear, wir denken über was nach, dann haben wir eine Einsicht, dann denken wir wieder über was nach. Und hier wird ein Modus der Erkenntnis beschrieben, der insgesamt ist.
finden Sie übrigens auch bei Platon schon. Der hat in seinem 7. Brief darüber geschrieben, wie philosophische Erkenntnis zusammenkommt, und er beschreibt da was ganz Ähnliches. Ex aefnes, plötzlich. Genauso hier. Plötzlich kommt dieses Licht, plötzlich diese Erkenntnis. Und was Sie auch hier sehen, ist, dass es sehr große Klarheit ist und eine Verwandlung der Person. Das finde ich ein sehr interessantes Phänomen, die Verwandlung der Person. Mir ist nicht bekannt, dass es so oft beschrieben wird, aber hier ist es klar beschrieben, als wäre er ein anderer Mensch geworden. Das ist auch der Grund, finde ich, weswegen manche Leute, die einem spirituellen Weg folgen, darin auch eine Form von psychotherapeutischer Veränderung erkennen und manche, die vielleicht sogar suchen durch diesen Weg. Hier finden Sie es vorgeprägt. Das ist also eine klassische Erfahrung, die Ignatius in seiner Reflexion natürlich religiös interpretiert. Er sagt, so viele Wahrheiten des Glaubens wurden ihm klar und geschenkt. Ja. Das hätte vielleicht jemand, der es in einem anderen Kontext erlebt hätte, ganz anders erlebt. Ich habe da drinnen auch noch die Beschreibung, die klassische Beschreibung des Kensho-Erlebnisses des Lehrers, auch von Williges Jäger. Das lese ich jetzt nicht vor. Können Sie nachlesen. Das findet sich in dem Buch von Philipp Kaplow, Die drei Pfeiler des Zens. Da sind hinten drinnen lauter solche Geschichten. Sehr interessant zum Nachlesen. Ich will Ihnen stattdessen vielleicht eine moderne Geschichte vorlesen, die ist authentisch. Die habe ich von meinem Lehrer gekriegt, denn in der Zen-Tradition müssen alle, die irgendwie so ein Kensho-Erlebnis, also so eine Erleuchtungserfahrung haben, die niederlegen und dem Lehrer geben. Und das habe ich habe ihn gefragt, er soll mir sowas geben. Und das tue ich jetzt in Auszügen kurz vorlesen. Warten Sie mal schnell. Da geht's los. Der beschreibt also, ich hatte meine erste Erfahrung überhaupt sehr spontan, als ich circa 8 Jahre alt war. Damals trieb ich die Kühe meines Onkels auf die Weide und saß bei ihnen, als es mich plötzlich durchstrahlte. Die Kühe, die Weide, das Licht des Sommers, wir waren alle eins und die Kühe kamen mir vor, als seien sie das Schönste, was es nur gab auf der Welt. Diese Einheit mit den Kühen ging so weit, dass ich mich weigerte, sie mit einem Stock zu treiben. Sie folgten mir auch so. Diese Erfahrung der Einheit mit diesen Tieren und der Natur im Allgemeinen ist mir immer gegenwärtig geblieben. Aber ich habe sie nie als eine religiöse gesehen und auch nie mit jemandem darüber gesprochen. Das ist also jetzt eine Spontanerfahrung eines jungen Mannes, die er erinnert, als Kind gehabt zu haben. Das ist übrigens interessant, Kinder haben das relativ häufig. Wir haben mal eine qualitative Untersuchung gemacht, einfach bei uns an der Universität Leute befragt und viele von denen haben uns erzählt, als Kinder hatten sie solche Erfahrungen. Geht dann oft weg, wird dann nicht aufgegriffen, wird dann auch nicht weiter versprachlicht oder konzeptionalisiert, aber kommt spontan relativ häufig vor, hier auch. Und was Sie sehen, ist sehr typisch. Eine Verbindung oder Einheitserfahrung mit der Natur in diesem Fall. In diesem Fall Kühe. Können auch andere Tiere sein. Und wenn man mit Kindern sehr sorgsam umgeht, dann merkt man, dass die das ganz oft haben. So eine sehr spontane Einheitsverbindung mit der Natur, mit anderen Dingen, mit Tieren, auch manchmal mit Gegenständen, mit anderen Menschen. Und dann erzählt dieser Mensch weiter von einer Erfahrung, die er dann hatte während eines formellen Retreats. Und da schreibt er, plötzlich war es, als ginge eine Tür auf. Die Wirklichkeit zerbrach. Genauer gesagt, sie zerbrach nicht, sondern es war, als sei ein Vorhang weg. Genau dieselbe Wirklichkeit zeigte sich in einem völlig anderen Licht sozusagen. Und es war sonnenklar im wahrsten Sinne des Wortes, denn gleichzeitig nahm ich ein wunderbar helles Licht wahr, das hell wie die Sonne war, aber trotzdem nicht blendete und alles klar erscheinen ließ. Es war sonnenklar, dass dies genau diese Wirklichkeit ist und gleichsam wie durch eine transparente Papierwand von der unseren getrennt erscheint, obwohl sie es nicht ist. Ein gutes Bild dafür, wie ich es damals sah, sind jene Theatervorhänge, die je nachdem, von woher sie beleuchtet werden, entweder transparent oder undurchsichtig sind.
So ähnlich war das. Plötzlich sah ich. Ich sah in Zen-Terminologie das wahre Wesen und ich bin identisch mit ihm. In mir und in allem wehst dieses Licht und ich bin es, bin völlig eins mit ihm. Eine unglaubliche, vorher und später nie gekannte Welle von Glück spülte mich buchstäblich vom Weg. Ich meditierte im Gehen im Wald auf einer von mir festgelegten, abgelegenen Strecke und wäre fast hingestürzt. Und ich wusste, diese Wirklichkeit ist die Wirklichkeit schlechthin. Sie ist immer da, nur sehen wir sie nicht. Plötzlich verstand ich auch vieles. Ein Verstehen, das sozusagen wie in einem großen Aufblitzen des Jetzt geschieht, dessen Ausfaltungen aber viele Jahre, ja Jahrzehnte dauern und die immer noch andauern, Welle um Welle. Diese Wirklichkeit war so überwältigend, dass ich sie gar nicht mehr lassen wollte. Ich verabsentierte mich für Stunden, blieb im Wald, ließ das Essen ausfallen und war vielleicht 2 Tage in einem solchen Zustand der unmittelbaren Gegenwart der Wirklichkeit des Seins, Gottes, man nenne es, wie man will, dass ich das Gefühl hatte, alles andere sei völlig irrelevant. Da haben Sie wieder die gleichen Phänomene. Licht, es kommt fast immer vor, Licht, Durchleuchtung, Sonnenlicht, helle Klarheit, die alles in eine ganz andere Form des Erkennens taucht. Als wäre es plötzlich anders, aber es ist immer so. Es ist immer gleich und doch anders. Was hier jetzt in dieser Beschreibung nicht so sehr vorkommt, ist die Veränderung, kommt auch vor, aber das habe ich nicht vorgelesen, kommt auch vor, die Veränderung der Person, die aber dann erst im Lauf der Zeit sich entfaltet. Das ist hier ein ganz charakteristisches Wesensmerkmal dieser Erfahrung, dass die Veränderung sich über die Zeit entfaltet, obwohl alles vorhanden ist in diesem Moment. Und das ist vielleicht die Charakteristik, die für uns für Psychotherapie am relevantesten ist, weil es darum geht, nicht einfach nur eine Erfahrung zu machen, sondern diese Erfahrung in die Wirklichkeit zu bringen, auf den Boden, sie Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt zu entfalten und Wirklichkeit werden zu lassen. Denn sonst würde die Gefahr einer Ich-Überblähung schnell auftauchen. Und das kommt in diesem Kontext häufig vor, dass Menschen, die so eine Erfahrung machen, plötzlich das Gefühl haben, sie sind Buddha oder Jesus und sagen das dann auch. Und dann kommt der Psychiater und sagt, naja, na, mal langsam. Ja? Stimmt natürlich, sie sind Buddha, sie sind Jesus, aber es ist überbläht, wenn jemand das nicht merkt, wie er das sozusagen oder sie das auf den Boden zurückholen muss. Schritt für Schritt, jeden Tag wieder neu. Und das ist der erste Punkt, für unsere Thematik, hier kann es sehr schnell zu einer, ich würde mal sagen, zu einer Explosion dieses Gefäßes führen, das Gefäß unseres Ichs, das ja all diese Erfahrungen halten muss. Wir haben gehört, es kann zu einer Veränderung des Ichs führen, Ignatius' Erfahrung. Es kann dazu führen, dass das Ich sich verändert vorkommt, aber das erst realisieren muss. Es kann aber auch dazu führen, dass es dieses Ich komplett sprengt. Und dann haben wir ein echtes Problem. Genauer gesagt, die Person, die die Erfahrung hat, hat ein Problem. Und Sie mit der Person, wenn die dann zu Ihnen kommt und sagt, hilf mir. Ich kann mich noch gut entsinnen, ich hatte vor vielen Jahren, als ich noch therapeutisch aktiv war, mal einen jungen Mann da sitzen, der war vollkommen verloren. Denn er hatte tatsächlich so eine klassische, Dekonstruktionserfahrung. Es gibt ja sehr unterschiedliche spirituelle Erfahrungen. Das, was ich Ihnen jetzt vorgelesen habe, das sind, ich würde sie mal die Fülle-Erfahrungen nennen, die Erfahrungen von Fülle, wie sie in der Zen-Tradition häufig gemacht werden, wie sie in der christlichen Kontemplation häufig gemacht werden. Und dann gibt es, wenn man so klassische Theravada-Meditationen macht oft Dekonstruktionserfahrungen, dass alles wegfällt. So was hatte der. Das war einer, der kam her und war vollkommen orientierungslos.
Weil alles, was er so an Orientierungspunkten hatte, wer bin ich denn, was muss ich machen, in welchem Kontext lebe ich, das ist ihm alles weggeblättert. Der hat da diese Dekonstruktionsmeditationen gemacht, ich weiß nicht mehr genau, welche das waren, aber er hat es mir beschrieben. Und dann hat er das alles verloren und war dann nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes, nichts, nichts mehr. Und die einzige rettende Intervention war dann eigentlich, ihm zurückzuspiegeln, dass das eine valide spirituelle Erfahrung ist und er muss sich nicht schrecken. Dann hat er ein bisschen geguckt und kam wieder und hat gesagt, ja, Sie haben recht, es geht mir eigentlich gut. Aber es war trotzdem für ihn eine total erschreckende Erfahrung, plötzlich all das zu verlieren. Ja? Und das kann eben auch passieren, dass dann dieses Gefäß zerbricht. Und nun kommt, glaube ich, eine sehr kitzlige Angelegenheit. Diese ganzen spirituellen Wege, Meditationspraktiken, Kontemplationspraktiken, Rückzug in die Einsamkeit, das, was Ignatius gemacht hat, ein Jahr lang in der Einsamkeit meditieren, kaum irgendwas essen, keinen Kontakt mit anderen Menschen, das ist nur was für Leute, die einigermaßen solide sind. Solide im Leben stehen, die ein einigermaßen gutes Ich-Gerüst haben. Dann kann die Erfahrung durchaus dieses Ich sprengen und übrig bleibt, wenn Sie so wollen, der göttliche Kern, der dann zum Vorschein kommt. Aber was passiert, wenn dieses Ich diese Charakteristik nicht hat, wenn es sozusagen fragil ist? Dann kann es eben sehr, sehr leicht passieren, dass so etwas wie eine, ich würde mal sagen, eine narzisstische Überblähung geschieht. Und Menschen dann eben sich komplett fehl einschätzen oder nicht mehr in der Welt fungieren können oder nicht mehr operieren können, weil ihnen das ganze Instrumentarium dazu fehlt. Und dann ist vermutlich eine sehr, sehr solide Grundlagenarbeit an diesem Ich notwendig, ohne die Erfahrung selber zu negieren. Und das ist, glaube ich, der so wie hier dieser Strich, das ist ein sehr feiner Drahtseilakt, der nicht immer leicht ist, finde ich. Aber Sie sehen vielleicht an diesen Beispielen, spirituelle Erfahrungen, die können durchaus ein sprengendes und damit auch befreiendes Potenzial entwickeln. Eines, in dem Menschen aus ihren Korsetten herausgeführt werden. Ich persönlich finde, dass solche Erfahrungen nicht das sozusagen was sein sollen, was man oben auf den Sockel stellt, als wie einen großen Schrein, den man anbetet und den man anzielt, sondern etwas, das uns helfen soll, hier im Alltag gut zu funktionieren. Deswegen legt zum Beispiel die Zen-Tradition sehr viel Wert auf die bodenständigen Übungen des Alltags. Das passiert übrigens auch in der christlichen Tradition. Eines der ikonografisch mächtigsten Bilder ist die Fußwaschung, finde ich, weil da wird das verdeutlicht. Ja? Der sozusagen die höchste oder die tiefste Erfahrung hat, der ist derjenige, der sich bei anderen dienend bemerkbar macht. Und nicht bemerkbar macht, indem er sich auf den Sockel stellt und sagt, dient mir. Ja? Und in diesem Sinne würde ich sagen, kann eine spirituelle Erfahrung als Ziel oder als auch zufällig Geschehene durchaus therapeutisches Potenzial entfalten, wenn sie eingefriedet wird, wenn sie eingehakt wird und in einem praktischen Kontext immer wieder neu geerdet wird. Geerdet wird durch den Alltag und durch die einfachen Dinge des Lebens. Denn in diesem Kontext, das muss man immer wieder sagen, ist der Alltag das Heilige. Das Heilige ist nicht etwas Spezielles, sondern der Alltag. Ich finde, es gibt dann ein sehr schönes, ich glaube, es ist ein Sen Quan, weiß ich nicht mehr genau, aber eine Geschichte, die ich sehr gerne mag, wo der Meister gefragt wird, was ist denn das Dharma, die Lehre des Buddha? Und die Antwort ist, Eichbaum im Garten, nichts von heilig. Das ist die Essenz, das tägliche damit umgehen. Und in diesem Sinne ist spirituelle Erfahrung auf der einen Seite
die Möglichkeit, uns komplett neu zu verorten, zu verändern, aber auf der anderen Seite auch der Anstoß und die Verpflichtung im Leben, das umzusetzen, was sich da gezeigt hat. Jetzt würde ich gerne noch einen kleinen, ich habe glaube ich noch einen Moment Zeit, oder? Bitte? Viele Momente, gut. Ich habe ja um 9:30 angefangen und muss um 9:45 aufhören. Ne? Gut. Wir haben hier in unserer Kultur, die sehr stark durch ein missverstandenes Christentum, würde ich mal sagen, geprägt ist und glaube viele, die therapeutisch mit solchen Menschen zu tun haben, kennen das. Das nenne ich gern den Moses-Komplex. Ich bin ja nichts. Ich muss mich zurückhalten, weil ich muss ja demütig sein. Ja, und ich bin möglicherweise sogar sündhaft und weiß der Kuckuck was. Moses-Komplex nenne ich das deswegen, weil wenn Sie mal in die Exodus-Geschichte der Berufung des Moses schauen, da kommt die Geschichte vor, wo Gott zu Moses sagt, geh hin zum Ägypter und befreie mein Volk und sage ihm, der soll das da nicht tyrannisieren. Und dann sagt der Moses nicht, ja danke für den Job, das mache ich, sondern er sagt, nö, ich kann nicht reden. Müssen Sie mal lesen, das ist ganz interessant. Sagt er, nimm meinen Bruder Aaron, der kann das. Und dann verhandelt er mit Gott und dann kommen sie auf einen guten Deal, nämlich Aaron muss reden und Moses geht hin. Das ist ganz interessant, diese Geschichte. Das nenne ich den Moses-Komplex. Ja? Also ich bin ja gar niemand, ich kann nicht reden, ich bin das nicht. Ja? Das ist etwas, mit dem wir sehr häufig zu tun haben. Das ist eine versteckte Form des Narzissmus, nämlich, finde ich. Eine sehr perfide Form des Narzissmus, weil sie nämlich nach außen daherkommt wie, ach, ich bin nicht wichtig, ich nehme mich auch nicht wichtig, dass die anderen machen, dass die sich da so wichtig nehmen, diese Narzissten im Fernsehen und in der Wirtschaft und so. Ja. Aber es ist eben auch eine sehr perfide Form des Narzissmus, die sich aber unter Umständen durch eine solche gut gefasste innere Erfahrung kurieren lässt, wenn sie gut eingefasst wird. Das andere ist vielleicht sehr, sehr viel offensichtlicher, aber sehr viel, ich würde mal sagen, sehr viel problematischer, um's umzudrehen oder gut zu fassen. Weil wenn jemand sowieso schon von sich eingenommen ist, dann ist die spirituelle Erfahrung, ich bin Buddha, ich bin Gott, ich bin die Größe des Universums, nicht unbedingt das, was dann hilft, um diese narzisstische Formung zu reduzieren, sagen wir es mal so. Ja, und das sind, glaube ich, die zwei sehr unterschiedlichen, aber trotzdem im Kern sehr ähnlichen Grundproblematiken, in denen Menschen in unserer Kultur sehr gern stehen. Mir kommt vor, aber da habe ich jetzt zu wenig praktischen Kontakt, mir kommt vor, dass diese überblähte Form des Narzissmus zunimmt in der jüngeren Generation und vielleicht eher in der älteren Form, das, was ich den Moses-Komplex nenne, vorhanden ist. Alexander Poray hat ja vorher gesagt, spirituelle Krisen sei unser Thema. Mit dem müssen wir uns beschäftigen und wir werden vielleicht lange nur Fragen stellen und keine Antworten haben. Das dunkt mich stimmt, weil wir im Kontext spiritueller Arbeit, egal ob es jetzt bei Zen oder Kontemplation oder bei anderen Traditionen ist, sehr häufig mit Menschen zu tun haben, die solche Erfahrungen machen und sie eben nicht gut einordnen können. Und dann explodiert das Gehäuse der Person, dieses Gefäß. Ob das dann zu einer psychiatrisch relevanten Dekompensation weil die Leute dann fast halluzinatorische Erfahrungen haben oder was anderes, das spielt, glaube ich, gar nicht so sehr eine Rolle. Aber was mir wichtig scheint, ist, dass bei all diesen Momenten die Validierung des Kerns der Erfahrung nicht verloren geht. Das kommt mir vor, ist eine große Gefahr in unserem System. Liane Hoffmann hier wird da, glaube ich, mehr darüber sagen, deswegen will ich da gar nicht so groß drauf eingehen, vielleicht nur so viel. Mir ist es immer wieder mal vorgekommen, dass Menschen mit solchen Erfahrungen
im psychiatrischen System landen und sich überhaupt nicht wahrgenommen fühlen, weil es sofort in die Schublade der Abweichung des Anormalen gepackt wird. Und da, glaube ich, können Psychotherapeuten oder Coaches oder Menschen im Gesundheitssystem, die ein Sensorium dafür entwickelt haben, sehr, sehr hilfreich sein, weil sie eben auf der einen Seite diese Validierung geben können, ja, das ist eine menschlich wichtige Erfahrung, und auf der anderen Seite auch verstehen, dass das alleine nicht ausreicht, um eine integrierte Persönlichkeit zu bilden, sagen wir es mal so. Ich will jetzt noch einen letzten Aspekt gerne aufgreifen und den Rest können wir dann gerne in der Diskussion noch vertiefen. Und dieser letzte Aspekt, der ist für mich sehr zentral. Der kommt in zwei Schattierungen daher. Es ist der Aspekt der vertieften Sinnerkenntnis oder der vertieften existenziellen Einsicht in den Sinn und in die Struktur und in die Sinnhaftigkeit der Welt. Denn das ist immer und immer wieder Kern und Substanz einer spirituellen Erfahrung. Dass ich in diese Erfahrung spüre, sehe, ja, so ist die Welt gut. Mit all ihren Macken. Mit all den verrückten Leuten, die da drin rumrennen. Mit all den Idioten, mit denen ich zu tun habe in meinem Alltag. Aber so ist sie gut. Das ist eine sehr, sehr, sehr tiefe Sinnerfahrung. Und es ist genau diese Sinnerfahrung, die meines Erachtens einer Vielzahl von Menschen abgeht. Und deswegen kommen die entweder in irgendwelche spirituellen Workshops oder, wenn es dumm geht, zum Psychotherapeuten. Weil sie, die Psychotherapeuten, sie sind sozusagen die Neoschamanen der postmodernen Zeit. Ja? Die Priesterkaste in einer Zeit, in der Priester kaum mehr eine Funktion haben, weil die Menschen sich nicht mehr von ihnen angesprochen fühlen. Das kann ihnen nicht stinken. Das kann sein, dass sie das nicht annehmen wollen, aber es ändert nichts, dass es so ist. Die Menschen kommen und suchen nach Sinn. Und suchen nach Sinn Erfahrung. Dann kommt die Psychotherapeutenkammer und sagt, nö, die Psychotherapeuten dürfen keine Spiritualität machen. Schön doof, ne? Finde ich auch. Aber ich persönlich halte das für Unfug, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch mit Michael Utsch da schon viel rumgestritten an diesen Punkten. Ich finde, wir müssen sehen, dass das unsere Realität ist. Die Menschen kommen zur Psychotherapie, weil sie irgendwie Sinnerfahrung suchen. Nicht nur, aber auch. Und das ist genau der Punkt, an dem spirituelle Erfahrung und auch spirituelle Praxis einhakt. Denn wenn wir das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, spirituelle Erfahrung ist eine Erfahrung der Wirklichkeit an sich, ernst nehmen, dann ist das genau der Weg, um diesen Sinn von innen her zu erobern oder sich zu erarbeiten. Und dazu kann es wirklich helfen, wenn man Menschen dazu verhilft, so eine innere Praxis zu erwerben. Das muss man jetzt nicht in den 50 Minuten Abrechnung von Kassenpsychotherapie machen. Geht wahrscheinlich auch schwer, ne? Aber man kann die Menschen dabei begleiten. Wenn sie zum Beispiel sagen, was halten Sie denn davon, wenn ich mal so einen Meditationsworkshop besuche? Können Sie sagen, ja, der Alexander Porey, der kann das gut, gehen Sie zu dem. Oder sowas, ja. Also ich meine, dann können Sie in Ihrem Kontext stützend sein und die Erfahrungen, die die Leute vielleicht mitbringen, aufgreifen und wieder weiter vertiefen. Weil mir scheint, dass vieles von dem, was wir heute mit ICD-Diagnosen belegen, Angst, Erschöpfung, Depression, im Grunde verkappte, maskierte Sinnentleerungen sind, die wir nicht einfach kurieren können, indem wir mit den Leuten drüber reden oder Stuhlarbeit machen oder Psychodrama machen oder was weiß ich, vielleicht hilft es ja auch. Aber ich glaube, in dem Kontext ist es sehr wichtig, dass man das ernst nimmt und den Leuten Alternativen aufzeigt, was sie auch noch machen können und das dann positiv begleitet.
Das wäre meines Erachtens eine Möglichkeit, wie Psychotherapie und Spiritualität zusammengehen, nicht indem Psychotherapie zu spiritueller Arbeit wird, sondern indem Psychotherapie spirituelle Erfahrungsräume aufzeigt als Alternativen zu dem, was sonst noch möglich wäre, und die Erfahrung, die die Menschen dann machen, mit aufgreift. Eine meiner allerersten Klientinnen, mit der ich sehr lange gearbeitet, und die hat gegen Schluss gesagt, sie würde gerne mit mir zusammen meditieren. Da habe ich das so ein bisschen hin und her überlegt und habe das auch lang mit meinem Supervisor damals besprochen und habe das dann gemacht. Dann, ich habe immer so 1,5 Stunden Sitzungen gemacht, dann haben wir immer die letzte halbe Stunde gemeinsam meditiert. Da haben wir nicht drüber geschwätzt, ich habe sie auch nicht gefragt, was sie erfahren hat, wir haben das auch nicht thematisiert. Es war ja nur wichtig, gemeinsam mit mir 1,5 Stunden zu sitzen. Das habe ich dann gemacht. Das habe ich als sehr nützlich und sehr, auch von ihr rückgemeldet, als sehr fruchtbar erfahren. Muss man nicht machen, könnte man machen. Ja? Mindestens könnte man Menschen Wege zeigen, wie sie diese Erfahrungsräume für sich selber eröffnen können und sie dann dabei freundlich begleiten. Und nun würde ich diesen Punkt am Schluss gerne auf sie selber angewendet sehen wollen und ihnen nahelegen, Spiritualität in der Psychotherapie oder für Psychotherapeuten ist auch eine wichtige Ressource. Nicht nur für Patienten oder Klienten, sondern auch für die, die denen helfen. Denn, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, Psychotherapeuten, Lehrer, Ärzte, Pfarrer sind diejenigen mit den höchsten Burnout-Raten. Da gibt es sogar ein kleines bisschen epidemiologische Forschung, die ich in meinem Buch zitiert habe. Wie beugt man dem vor? Indem man weniger arbeitet, ja, stimmt. Ja. Indem man sich nicht ausbeuten lässt, stimmt auch. Indem man nicht jeden Mist mitmacht, stimmt auch. Aber wie kommt man dazu? Das ist die interessante Frage. Wie kommt man dazu, dass man es merkt, wenn jemand einen ausbeutet, wenn jemand einen manipuliert, wenn jemand einen aussaugt, wenn man so einen kleinen Energiesauger im Genack sitzen hat? Wie kommt man dazu? Und da hilft Ihnen eben Ihre eigene spirituelle Praxis, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn Sie nämlich redlich, regelmäßig, nicht allzu lang, 1/2 Stunde pro Tag reicht, und wer das nicht hinkriegt, 5 Minuten reicht auch schon mal, sich üben im Sammeln, im Präsentsein, dann überträgt sich das in die Momente, wo Sie mit Menschen zusammen sind, und dann merken Sie schneller, wenn es so weit kommt, dass Ihnen jemand im Genack sitzt, aussaugt, Ihre Energie raubt. Und dann können Sie, bevor Sie in das Burnout schlittern und in der Reha-Klinik anklopfen, sagen, so jetzt ist Schluss. Das wäre mein Vorschlag, dass Sie das nicht nur nehmen als ein therapeutisches Modul, mit dem Sie Achtsamkeit im Köfferchen wieder was Neues gelernt haben, mit Ihren Klienten umzugehen, sondern dass Sie das nehmen als eine existenzielle Möglichkeit für sich selber, in Ihren Ressourcen etwas zu eröffnen oder mit Ihren Ressourcen haushälterisch umzugehen. Da zitiere ich gern meine absolute Lieblingsstudie aus dem Meditationsforschungskontext. Das ist die, die Thomas Löw, bei dem Thilo auch arbeitet, mit seinen Leuten an der Klinik Simbach am Inn gemacht hat. Grebmeier war der Hauptautor, kennen Sie vielleicht. Simbach am Inn ist eine ganz normale Psychotherapieklinik. Da kommen also Leute hin, die Verhaltenstherapie lernen und dann hinterher eben qualifizierte Verhaltenstherapeuten werden. Und in dieser Klinik wurden diese Verhaltenstherapeuten in Ausbildung in 2 Gruppen randomisiert, ohne dass die Patienten das wussten. Die Leute wussten es natürlich schon, aber die Patienten wussten es nicht. Eine Gruppe hat in der Früh mit einem Soto-Zen-Meister 1 Stunde meditiert, die andere Gruppe hat nichts gemacht.
Und am Schluss wurde das Outcome der Patienten gemessen. Das ist eine ganz normale Outcome-Messung, die wie in jeder Reha-Klinik halt am Schluss gemacht wird. Man hat so verschiedene Maße, unter anderem haben die diesen Global Severity Scale oder Global Severity Index aus der SCL90 genommen und den Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens, VEV, kennen Sie wahrscheinlich auch. Ne? Und das Maß der Gruppen, die von Therapeuten behandelt wurden, die vorher in der Früh immer meditiert haben, verglichen mit denen, die das nicht haben. Und Sie werden es erraten, das Outcome-Maß der Patienten war mehr als das Doppelte besser. Warum? Ist eine Frage, die man schwer beantworten kann, weil sich in der Beziehungsgestaltung gar nicht so viel geändert hat, soweit man das mit diesen Fragebögen erfassen konnte. Vielleicht waren Sie einfach ein bisschen gelassener, ein bisschen humoriger. Ein bisschen kreativer, haben sich was einfallen lassen, haben sich nicht so leicht um den Finger wickeln lassen. Keine Ahnung was, auf jeden Fall waren sie effektiver. Und insofern ist es sehr, sehr gut investierte Zeit, wenn Sie sich selber, für sich selber, eine gewisse Form der spirituellen Praxis suchen und die regelmäßig betreiben, investieren Sie enorm viel Zeit in Ihre eigene Effektivität. Mal abgesehen davon, dass es eben wirklich, glaube ich, ressourcenschonend ist. Ich glaube, jetzt höre ich auf mit meiner Werbeeinlage und würde sagen, ja, vielleicht diskutieren wir einfach noch ein bisschen. Und Sie, weil ich bin jetzt lang genug am Reden gewesen, und Sie stellen Ihre Fragen, geben Ihre Widersprüche kund, was auch immer.